Hallo, in dem Video möchte ich darüber nachdenken, ob das jetzt an den Börsen schon Kaufkurse sind, wie man jetzt in einer turbulenteren Börsenphase richtig agieren kann. Möchte ich mal ein bisschen darüber nachdenken, was man am Aktienmarkt momentan so tun könnte. Die letzte Handelswoche war etwas turbulenter, vor allem die Notenbank-Sitzungen waren, glaube ich, wirklich bedeutend. Ich habe das in einem anderen Video ausgeführt, aber an der Börse, ich habe da auch bewusst gesagt, das war ein bisschen turbulenter. Muss man sich schon bewusst sein, dass da in den nächsten Wochen noch einiges mehr passieren kann. Ja? Also wenn jemand schlaflose Nächte kriegt, wenn die Börsen einmal ebenso wie in der letzten Woche agieren und ein paar Prozent verlieren, ja? Als jemand, der schon die Finanzkrise, Lehman Brothers und so weiter an der Börse miterlebt hat, ja? Ich halte Aktien langfristig für eine der besten Anlagemöglichkeiten. Aber man muss auch der Typ dafür sein. Ja? Also wenn die Börse mal um 4% fällt, ja, und man kann die Nacht nicht schlafen, muss man sich halt, glaube ich, ehrlich die Frage stellen, ob es für einen persönlich das richtige Produkt ist. Ja. Und in der letzten Woche habe ich halt gemerkt, dass auch wieder vermehrt sich alte Freunde gemeldet haben. Ich wollte wieder mal plaudern. Ja. Wie geht's da so? Ich habe mich auch über jeden Anruf gefreut, aber dann am Schluss kam dann doch ziemlich oft die Frage, ja. Du und im Übrigen, ja, du beschäftigst dich ja mit Aktien, was würdest du jetzt in dieser und jener Situation tun? Ja. Und darüber möchte ich halt jetzt in den nächsten 15 Minuten ein bisschen nachdenken, wie da so die Gespräche gelaufen sind. Ist aber in dem Fall wirklich wichtig, dass es keine konkrete Handelsempfehlung ist, als für alles, was ihr macht, selber verantwortlich. Es kommt schon immer auf den persönlichen Hintergrund, die persönliche Risikoneigung, aber auch darauf ab, ob man jetzt zum Beispiel 65 ist und einiges angespart hat und am Ende des Erwerbslebens steht oder ob man jung ist und gut ausgebildet ist, aber noch ein relativ kleines finanzielles Polster hat. Da muss man also ganz unterschiedlich agieren. Aber ich habe versucht, die Gespräche in der letzten Woche so ein bisschen in Typen einzuteilen und ja, beginnen wir da einfach mal Ausschließungsverfahren. Ja. Ich glaube also kaum, dass es jemand gibt, der in den letzten Jahren gezögert hat, an die Börse zu gehen. Ja. Und der genau jetzt einsteigt. Das wäre vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt, aber ich glaube, dass das einfach in der Praxis nicht vorkommt. Also die, die in den letzten Jahren eh vielleicht etwas zu zaghaft waren, die werden jetzt schon gar nicht einsteigen. Ja. Der umgekehrte Fall kann natürlich jetzt recht häufig sein. Leute, die schon voll in die Börse eingestiegen sind, die jetzt mit nahezu 100% investiert sind oder mit 100% des Kapitals, das sie frei verfügbar haben. Ja. Und da ist halt jetzt die Frage, wie tief kann das noch gehen? Ja, da hat die letzte Woche oder haben die letzten 6 Wochen einigen Menschen schon ordentlich wehgetan. Ja. Und ja, wie ich auf dem Kanal in den Videos der letzten 3 Monate immer wieder gesagt habe, also ich persönlich habe in den letzten 3 Monaten seit Jahresbeginn, es waren eigentlich 4, 5 Monate, ja, noch einmal mein Portfolio abgeklopft, habe, als die Kurse noch deutlich höher waren, ja, mal bei wirklich jeder einzelnen Aktie überlegt, ja, wie hoch verschuldet ist die Aktie, ist das Unternehmen, in das ich investiert habe, in den nächsten Monaten auf Fremdkapital angewiesen, hat es stabile Umsätze und wird es durch eine Krise durchkommen. Ja? Und habe dann eben aus diesem Gesichtspunkt die schlechtesten 10, 11, 12% so ungefähr abverkauft. Aber das heißt, ich habe einen Großteil meiner Aktien bewusst gehalten und die verkaufe ich jetzt doch nicht. Aber mir war also schon bewusst in den letzten Monaten, dass das Jahr turbulent wird, dass es da auch mal ordentlich runtergeht. Ja? Aber vielleicht, also ich sage jetzt mal, das kann schon auch heftiger werden. Ja, so tief sind die Kurse noch nicht gefallen. Also wer das noch nicht gemacht hat, hat jetzt vielleicht so die letzte Möglichkeit, sein Depot nochmal abzuklopfen. Ja. Und ich würde mich also von Unternehmen, wie ich sie jetzt im Depot habe, ja, also Nestle, Unilever, dem norwegischen Lachszüchter Mowi, Unternehmen, die in Holz und Papier arbeiten, also in USA Weyerhaeuser, die österreichische Firma Mayr-Melnhof, große Energieunternehmen wie Royal Dutch Shell, Total Energy oder ExxonMobil, die großen Goldminenbetreiber, Newmont oder Barrick, da trenne ich mich jetzt nicht. Ja. Auch wenn das in den nächsten Wochen nochmal ordentlich runtergeht, und also ich sage das auf dem Kanal eh oft genug, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wo die Kurse in einem Monat stehen. Ja.
Aber das sind für mich langfristig sehr interessante Firmen, die, glaube ich, auch geeignet sind, um Ersparnisse durch eine Krise, durch eine mögliche Euro-Krise ganz gut durchzubringen. Kurzfristig kann das sehr turbulent sein. Ja? Also auch Firmen wie die vorher genannten, die ich als Hort der Stabilität sehe, können in einer Aktienpanik einmal schnell um 30% fallen. Ja? Aber auf Sicht für mich von 5 Jahren, von 10 Jahren gesehen, sind das exzellente Anlagen und die werde ich halten. Von was ich mich getrennt habe, waren zum Beispiel kleinere Firmen in den letzten Monaten und da könnte man jetzt so die letzte Chance haben, noch mit ein bisschen was auszusteigen. Das können auch Firmen sein, also in schlechte Firmen habe ich ja ohnehin nie investiert. Ja. Aber das können Firmen sein, die eine ganz gute Idee haben, eine ganz gute Technologie, die vielleicht auch schon Umsätze machen, also so in reine Ideen, die überhaupt keine Umsätze machen, investiere ich nicht. Aber Firmen, die noch längere Zeit auf Fremdkapital angewiesen sind. Das ist also für eine kleine, also für eine neue Firma mit einer Idee vollkommen normal, dass die am Anfang schon Umsätze machen, aber noch defizitär sind und dann immer wieder neues Kapital am Aktienmarkt aufsammeln müssen. Da gibt es Marktphasen wie, sagen wir mal, 2013 bis 2019, wo das ganz gut funktioniert, wo Geld sehr günstig ist. Jetzt wird Kapital teurer. Ja? Also das tut jetzt sicher weh, aber wenn ich so eine Firma habe, die also noch eine gute Idee hat, aber noch geringe Umsätze, die noch defizitär ist und das noch über die nächsten 2-3 Jahre bleiben wird, auch wenn die Idee gut ist, wenn die Firmenführung gut ist, ja? Auch wenn so eine Aktie jetzt schon um 60% gefallen ist in den letzten Monaten, hier würde ich mir vielleicht wirklich überlegen, ja, kommt auch darauf wieder an, ob ich das Geld brauche oder nicht. Wenn ich sehr gut verdiene, wenn es mir gut geht kann und ich bin da gering investiert, schaut die Frage anders aus, wie wenn ich nur ein überschaubares Portfolio halte. Ja. Aber hier könnte man sich schon überlegen, ob man nicht die Notbremse zieht, ja, und auch wenn man schon 60% verloren hat und 1.000 Euro investiert hat, lieber die letzten 400 Euro mitnimmt, weil solche Firmen könnten in den nächsten Monaten vermehrt unter die Räder kommen. Ja. Also noch einmal zusammengefasst, wenn man jetzt schon mit 100% investiert ist, ja, dann würde ich im Wesentlichen investiert bleiben, mal aber so im Mindset schon vor Augen führen, die nächsten Monate können sehr holprig sein, ja, aber gerade wenn ich eben zum Beispiel Aktien der Schweizer Firma Nestlé halte, ja, und das ist meine einzige Position, also das rate ich ja nicht, ich hätte da schon breiter streuen, aber angenommen, das ist meine einzige Position, ja, dann brauche ich mir das Depot die nächsten 5 Jahre nicht anschauen. Ja. In 5 Jahren wird Nestlé höher stehen als heute, da bin ich ziemlich sicher. Aber dazwischen kann einiges passieren, ja. Also dann sollte ich das einfach sehr entspannt sehen. Ja. Was ich Freunden und Bekannten, die zu mir kommen, am liebsten rate, weil das einfach in der Vergangenheit sehr gut funktioniert hat, ist über einen längeren Zeitraum kontinuierlich anlegen und nicht in ETFs, sondern in Einzelwerten. Ja, ich werde am Schluss was darüber sagen, warum ich das glaube. Aber da ist mir ganz konkret ein Gespräch in Erinnerung, wo ein alter Bekannter so zum Jahreswechsel dieses Jahres zu mir gekommen ist und mit der Angabe quasi, ich habe jetzt 50.000 Euro gespart, er ist in meinem Alter, das ist also wirklich das Ersparen, die Ersparnisse, die er über 15 Jahre sich zusammengespart hat, das ist für ihn also schon wichtig und ein großer Geldbrocken. Auf der anderen Seite hat er sich bis jetzt überhaupt nicht darum gekümmert, hat sich mehr auf seine Arbeit konzentriert, dort wo er gut ist, das ist auch alles richtig so und hat sein Geld wirklich auf ein Sparkonto liegen lassen, auch bei jahrelang schon nahe an den Nullzinsen, also finanziell war das nicht die beste Entscheidung, aber wichtig war einmal, er hat jedes Monat etwas dazu gespart, ja, so ist das Geld trotzdem immer mehr geworden. Und so zum Jahreswechsel hat er aber dann doch überlegt, wegen der Inflation, dass er da eigentlich Monat für Monat ärmer wäre. Und mit dem habe ich damals länger geplaudert und habe ihm damals ganz konkret geraten, okay, 50.000 Euro, ja, 4 Jahre sind 48 Monate, investiere 4 Jahre lang, 48 Monate lang, in interessante Einzelaktien. Ja. Um die Auswahl geht es da auf dem Kanal eh in vielen anderen Videos, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Habe ihm auch da ein paar Tipps gegeben. Aber vor allem das Wesentliche war, spar langfristig an. Also nicht zu langfristig, vor 10 Jahren hätte ich es wahrscheinlich sogar noch geraten, spar innerhalb von 10 Jahren an. Aber da hat man auch noch Zinsen bekommen, die ungefähr die Inflation ausgeglichen waren. Bei einer Inflationsrate von 8% und Zinsen nahe 0 habe ich diese 10 Jahre nicht mehr. Ja, aber ich habe ihm trotzdem geraten, dehn's über einen längeren Zeitraum.
weil sich bei 50, 48 Monate gut ausgeht, kaufe jedes Monat um ungefähr 1000 Euro Aktien, weil das mit der Stückelung ja nicht immer hinhaut. Das werden dann einmal 850 Euro sein, die man investiert, und einmal vielleicht 1050 Euro. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, ob er im Endeffekt nach 45 Monaten alles investiert hat oder ob es 53 Monate dauert. Aber das war sozusagen mein Vorschlag, ja, über einen längeren Zeitraum. Und mit dem habe ich in der letzten Woche noch einmal gesprochen, ja, weil der natürlich jetzt leider schon auch in dem Jahr im Minus ist. Also konkret ist er um 7 oder 8% im Minus mit seinem Portfolio. Und das ist natürlich nicht schön, wenn ich jetzt einmal die ersten 6.000, 7.000 investiert habe, ja, und dann gleich einmal um 500 Euro im Minus ist. So ungefähr ist die Relation. Auf der anderen Seite ist das halt auch überhaupt keine Katastrophe. Ja. Und da habe ich schon ganz klar die Gedanken im Gespräch mit ihm geäußert. Ja. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, quasi cool zu bleiben, ja, und einfach mit dem Plan weiterzumachen. Sich zu freuen, dass es jetzt etwas günstiger wird. Es könnte in den nächsten Monaten noch einmal ordentlich günstiger werden. Es könnte aber auch die Trendwende nächste Woche erfolgen. Das kann ich schlicht nicht einschätzen. Ja. Er kann es noch weniger einschätzen, ja, weil er sich für diese Sachen kaum interessiert. Und da glaube ich, dass einfach diese Methode, das über 3, 4 Jahre hinweg kontinuierlich zu investieren, das ist also quasi für mich eine der wichtigsten Sachen, sich von Ereignissen wie der letzten Woche nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, sondern man kann sagen, in den letzten 70 Jahren hat diese Strategie immer gut funktioniert. Wenn man also eben wie in dem Fall 50.000 Euro hätte, diese über 4 Jahre hinweg in den Aktienmarkt einzustreuen und dann, also der Freund ist in meinem Alter, er will das für den Ruhestand ansparen und dann quasi weitere 15 Jahre liegen lassen, und das wäre in den letzten 70 Jahren zu jedem Beginnzeitpunkt eine gute Strategie gewesen, ja. Und ich bin auch sicher, dass das wirtschaftlich betrachtet auch in Zukunft funktionieren wird. Ja. Vielleicht steuern wir wirklich sowas, auf sowas wie eine Zeitenwende zu, und es gibt politische Risiken Richtung Besteuerung, Enteignung und so weiter. Ja. Da wird dann alles unsicher, ja. Aber quasi eine perfekte risikofreie Strategie gibt es momentan eh überhaupt nicht mehr. Also ich würde mich da im Zweifel dran halten, was die letzten Jahrzehnte funktioniert hätte, bei Geld, das langfristig veranlagt wird, so Stück für Stück einsteigen, ja. Und wenn ich das mache, ja, dann bin ich meiner Meinung nach auf der richtigen Seite, und dann sollte ich mich durch Ereignisse wie die letzte Woche, ja, und auch wenn das noch turbulenter wird, ja, also noch einmal klar der Risikohinweis, ja, was wir letzte Woche an Turbulenzen gesehen haben, war aber mit größter Wahrscheinlichkeit nicht die Spitze, ja, dessen, was wir in den nächsten Monaten noch sehen werden. Ja. Wir steuern meiner Meinung nach auf eine riesige Euro-Krise in der Europäischen Union zu, ja. Aber auch die USA oder Südostasien sind weit weg von Krisenfreiheit. Also momentan wird die Welt turbulenter, das wird sich auf die Börse auswirken, und es kann auch einmal in einer Woche um 10% runtergehen. Ja. Aber wenn ich so eine langfristige Strategie habe, ja, es wird kaum jemand gelingen, dass ihm das wurscht ist. Ja. Und der Tipp, schaut nicht ständig auf euer Depot, die meisten Leute schauen dann am Abend doch jeden Tag rein, wie sich das gerade verändert hat. Das ist menschlich und normal, ja. Aber quasi vom Kopf her, ja, wenn ich diese langsame Strategie habe, dann ist wichtig, dass ich in unterschiedliche Sektoren, in unterschiedlichen Ländern investiert bin, aber dann mache ich das langfristig und lasse mir wegen den Kursschwankungen momentan wirklich keine grauen Haare wachsen, sondern nehme die einfach hin. Das ist meiner Meinung nach eine gute Strategie. Wenn man das jetzt ein bisschen aktiver macht und eben bewusst eine Cash-Reserve hatte, was ich ja auf dem Kanal öfter mal als eine der Möglichkeiten vorgestellt hatte, dann ist also zum Beispiel mit 70% investiert und hat aber für den Fall, dass die Kurse mal ordentlich fallen, eine Cash-Reserve von 30% aufgebaut. Ne? Dann könnte man jetzt, das sind wie immer eben meine Gedanken, wie ich darüber nachdenke, aber ich arbeite so mit einer Cash-Reserve, und dann gibt es da jetzt wiederum zwei Möglichkeiten. Ja. Also wenn ich jetzt sage, die Kurse werden langsam wieder interessanter, das glaube ich auch, ja. Dann, und ich habe eine Cash-Reserve, die, machen wir ein praktisches Beispiel, rein theoretisch quasi, ein rein theoretisches, praktisches Beispiel, super. Also nehmen wir einfach an, ich habe als Cash-Reserve 20.000 Euro gehalten. Wenn ich also nicht weiß, ob das jetzt die Tiefpunkte sind oder ob es noch tiefer geht,
dann wäre es hier, glaube ich, eine ganz gute Strategie, also schon mal gut antizyklisch mit der Cash-Reserve zu halten. Und meiner Meinung nach ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um anzufangen, die Cash-Reserve zu investieren. Aber ich strecke das auf 20 Monate. Ja. Also wenn ich hier 20.000 Euro an Cash-Reserve halte, um genau in so einer krisenhaften Situation zuzukaufen, dann habe ich in der Vergangenheit meiner Meinung nach eh schon einiges richtig gemacht. Ja. Indem ich mich auf sowas vorbereitet habe, dann wäre ich jetzt auch relativ cool über das Ganze nachdenken und bereit sein zu investieren. Aber ich sollte mir halt wie es vor Augen halten, ja, wenn ich nicht glaube, dass ich ein Genie bin, ja, also wenn ihr das seid, ja, dann braucht es den Kanal eh nicht. Ja, aber ihr sozusagen eben das auch wiederum auf einen längeren Zeitraum zu strecken. Natürlich nicht über 4 oder 5 Jahre hinweg, das wäre jetzt da zu viel. Ja. Aber wenn man sich vergangene Krisen am Aktienmarkt anschaut, dann gibt es so welche wie bilderbuchmäßig die letzten zwei, die Extreme darstellen, wie die Corona-Krise, die irrsinnig schnell vorbei war, die also am Aktienmarkt eigentlich nur 4, 5 Monate gedauert hat. Oder auf der anderen Seite das Platzen der Dotcom-Bubble, von 2000 bis 2003, die also fast 3 Jahre gedauert hat. Wenn ich jetzt also hier eine Cash-Reserve von 20.000 Euro habe und ich sage, ich beginne jetzt, ich sehe die letzte Woche als Beginn der Krise und das könnte man durchaus als Arbeitshypothese so sehen, dann sage ich, ich beginne jetzt und kaufe jetzt die nächsten 20 Monate jedes Monat um 1.000 Euro. Ist meiner Meinung nach eine gute Strategie. Ich werde dann nicht genau den Tiefpunkt erwischen, ja, aber wenn ich den nicht kenne, ja, ist sehr wahrscheinlich, dass ich ein paar Käufe in der Nähe des Tiefpunkts mache, ein paar vielleicht noch deutlich davor. Und wenn die Krise eine sehr kurze sein wird, wovon ich nicht ausgehe, aber die Möglichkeit sollte man immer in den Betracht ziehen, zum Beispiel, wenn die Inflation so schnell anstieg, dass die Krise zwar heftig wird, aber die Aktienmärkte bald wieder drehen, ja, weil in einer hochinflationären Phase einfach alles in Euro gemessen steigt. Das wäre also möglich, ja, nicht das, was am wahrscheinlichsten ist, aber eine Möglichkeit. Ja. Dann würden die Aktienkurse bald wieder drehen. Dann besteht halt bei dieser Möglichkeit, bei dieser Strategie die Möglichkeit, wenn ich die 20.000 Euro auf 20 Monate aufteile, dass ich vielleicht nur 3, 4 billige Zukäufe gemacht habe und dann hat das Ganze schon wieder gedreht. Damit muss ich leben. Ja. Und quasi die letzte Strategie, ja, mit der ich mich momentan versuchen werde, ist die Cash-Reserve noch aufzuheben und versuchen, möglichst nah am Tiefpunkt zu agieren. Ja. Das kann ich aber halt, sage ich jetzt mal, aus einer Position der Stärke heraus machen, wo ich seit 16 Jahren in Aktien anlege, einiges an Erfahrung habe, auch einiges an Kapital zusammengesammelt habe, ja, und da kann ich es mir leisten, ein relativ hohes Risiko einzugehen. Das ist aber quasi wirklich die gefährlichste Strategie, die ich sozusagen über die ich nachdenke. Es gibt natürlich noch gefährlichere mit Hebel und so weiter, aber das kommt für mich nicht in Frage. Ja. Aber sozusagen, also ich werde jetzt versuchen, ja, mit viel Erfahrung und dem näher an den Tiefpunkt heranzurücken. Ja. Aber das würde ich eben niemandem empfehlen, ja, der sich nicht wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ja. Weil einfach, wenn ich das mit der Cash-Reserve über längere Zeit mache oder noch sicherer, wenn ich ohnehin mein Kapital noch nicht zu 100% investiert habe, weil ich eben über einen längeren Zeitraum Stück für Stück investiere, ja, dann wäre in der Vergangenheit ziemlich egal gewesen, zu welchem Einstiegszeitpunkt ich begonnen hätte. Mit der Cash-Reserve, wenn ich die aufteile über eine längere Zeit in einer Krise, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein paar gute Käufe genau zum Tiefpunkt mache, relativ hoch und ein paar Käufe werde ich nicht zum Tiefpunkt machen. Ja. Aber in Summe werde ich relativ günstig einsteigen können. Wenn ich auf den optimalen Zeitpunkt warte, ja, dann ist quasi die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich ihn nicht erwische und dann nicht dabei bin. Ja. Das kann ich mir mit meiner Cash-Reserve jetzt leisten. Wir werden schauen, was die nächsten Wochen bringen. Aber das sind so, das wollte ich in dem Video zeigen, so verschiedene Methoden, wie ich hier umgehen kann. Ja. Also quasi, ich fasse das jetzt nochmal zusammen, bevor ich kurz auf ETFs eingehe. Also wenn ich zu 100% investiert bin, ja, und es sind solide große Firmen, dann würde ich sagen, am besten nicht viel machen. Ja. Das aushalten, ja, und sich vor Augen halten, ich habe nicht in Aktien investiert, weil die in einem Monat höher oder tiefer stehen, sondern ich habe in stabile große Unternehmen investiert, weil ich glaube, dass die aus Sicht von 5 bis 10 Jahren eine gute Anlagemöglichkeit darstellen. Ja. Wenn ich so Wackelkandidaten habe, die spekulativer waren, die in den nächsten Monaten auf Fremdkapital angewiesen sind, die
hoch verschuldet sind und die noch nicht die Umsätze oder die Cash, die noch keine positiven Cashflows generiert, da könnte ich mir jetzt schon überlegen, die Notbremse zu ziehen. Wenn ich über eine längere Zeit kontinuierlich am Aktienmarkt investiere, wirklich das, was ich persönlich Freunden, Bekannten, wenn sie mich fragen, am liebsten rate, ja, dann sollte ich mich von dem ganzen Trubel nicht irritieren lassen. Ja. Und wenn ich mich näher damit beschäftige und mit einer Cash-Reserve arbeite, dann wäre es jetzt vielleicht schon an der Zeit, die ersten Zukäufe zu machen, aber mit Maß und Ziel. Ja. Nicht das ganze Pulver auf einmal. Das sind so meine Gedanken. Ich kann da auch ganz falsch liegen. Ich bin in der Vergangenheit bei einzelnen Sachen auch schon mal falsch gelegen, natürlich. Ja. Also bitte, das ist eben nichts, wofür ich irgendeine Verantwortung übernehme, sondern das, was ihr macht, den Erfolg und den Ertrag könnt ihr selber genießen und den Misserfolg müsst ihr euch damit euch selber ausmachen. Aber das sind so meine Gedanken. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und hilft euch in der momentanen Situation ein bisschen weiter. Ja, und jetzt kam die Frage öfter, ja, auf meinem Kanal spielen ETFs kaum eine Rolle. Ja. Und wenn ich so davon rede, längere Zeit kontinuierlich anzusparen, dann schreit es ja danach, einen kostenlosen ETF-Sparplan zu machen und langsam anzusparen. Und ich sage auch, ETFs sind kein Teufelszeug oder irgendwas, von dem ich generell abrate. Ja. Gerade wenn es um sehr kleine Summen geht, wenn jemand halt einfach viele Verpflichtungen hat, ja, und nur einen geringen Betrag sparen kann und Monat für Monat 20, 30, 40 Euro spart, ja, dann ist das mit einem ETF und mit einem Sparplan wahrscheinlich auch wirklich eine der besten Sachen. Ja. Wenn jemand aber, sagen wir mal, monatlich nur in der Kategorie 150 Euro Sparvolumen ist, ja, oder bei drüber sowieso, ja, dann kann ich einfach schon alle 4-5 Monate eine Einzelaktie kaufen, die dann doch Risiken nicht hat, die der ETF hat. Also ich werde vielleicht nochmal ein längeres Video nur zu dem Thema machen, ja. Aber hier mal simpel die Frage, wenn euch der Bankberater oder irgendjemand zu ETFs rät, ja, oder ihr selber aufgrund der Informationen zu der Entscheidung gekommen sind, ich möchte in einen ETF investieren, stellt euch die folgenden Fragen. Verleiht mein ETF die Wertpapiere, die er im Depot haben sollte, an Hedgefonds, die damit spekulieren? Wenn ja, dann habe ich im ETF das Ausfallsrisiko eines Hedgefonds mit dabei, selbst wenn das abgesichert ist, das ist komplizierter zu erklären, aber diese Absicherungen müssen überhaupt nicht greifen. Ja. Wenn mein ETF die Aktien, die eigentlich im Depot sein sollte, an Dritte verborgt, ja, und er nimmt dafür Gebühren, kriege die Gebühren ich als ETF-Anteilbesitzer oder sind das Gebühren, die Bank, also der Emittent des ETFs, sich einstreicht oder wie ist das Verhältnis? Und wenn die Bank sich davon von den Gebühren etwas behält, ist das in dieser berühmten Total Expense Rate, also in dem TER, in den Gebühren, also dieser TER, der überall angegeben ist und wo die meisten Leute den ETF kostenmäßig vergleichen, ja, da sollten alle Gebühren drin sein. Wenn der ETF-Emittent die Wertpapiere an Dritte verborgt und Gebühren kriegt, ja, und sich einen Teil dieses Geldes behält, ist das in dem TER drin oder ist es nicht drin? Und wenn euch diese Fragen nicht klar sind, dann ist da ein verstecktes Risiko drin. Ja. Ich persönlich habe einen ETF im Depot, der in kleine Unternehmen in Südostasien anlegt. Da kann ich mit Einzelaktien nicht investieren, da habe ich nicht die Börsenzugänge, da nehme ich einen ETF. Die Antworten auf diese Frage wären in meinem konkreten Fall ja, der ETF verborgt die Wertpapiere an Dritte. Das ist ein Risiko, das ist mir bewusst, weil ich anders in diese Region nicht investieren könnte, gehe ich das ein, das macht aber der ganze ETF, macht in meinem Portfolio etwas über 1% aus, da nehme ich dieses Risiko hin. Ja. Aber sozusagen diese Fragen sollten klar beantwortbar sein. Nochmal, ETF ist nicht unbedingt eine schlechte Idee, ist kein Teufelszeug, ja, sondern eine ganz gute Art zu investieren. Ja. Wenn einem diese Risiken bewusst sind, ja. Aber es ist meiner Meinung nach höchst bedenklich, ja, dass ich habe da in meinem Leben mehrere Gespräche im Freundeskreis geführt, die von der Bank einen Sparplan mit ETF empfohlen bekommen haben. Dann ist gesagt worden, dieser Sparplan ist ja kostenlos, ja.
Und das stimmt einfach überhaupt nicht, weil wenn dieser ETF und vor allem wenn das in der Bank nicht dazu gesagt wird, die Wertpapiere, die er eigentlich beinhalten sollte, an Dritte verkauft, damit einen Extragewinn macht, mit diesem Extragewinn das Management finanziert, was dann nicht im TR ausgewiesen ist und einen Teil der Bank als Provision gibt, dann ist dieser Sparplan nicht kostenlos. Ich muss die Kosten so direkt nicht tragen, aber ich trage sie indirekt, weil ich ein höheres Risiko habe, weil ich hier ein Ausfallsrisiko habe, das mir eventuell nicht bewusst ist. Ja? Also wenn einem dazu gesagt wird, dieser ETF verleiht die Wertpapiere im ETF an Dritte, dann ist alles in Ordnung. Ja? Das ist ein Risiko, das ist keine Geschäftspraxis, die an sich nicht legitim wäre. Illegitim wird es meiner Meinung nach dann, wenn ich das nicht dazu sage beim Verkauf und das so darstelle, als wäre es kostenlos. Weil auf dieser Welt ist nichts kostenlos, zumindest nicht an den Finanzmärkten, sonst im Leben zum Glück schon. Es gibt sehr viele nette und hilfsbereite Menschen, aber an den Finanzmärkten ist nichts kostenlos. Ja? Und wenn eben irgendwas als kostenlos angeboten wird, dann sind da meist so versteckte Risiken dabei. Und jetzt ganz abschließend, ja, es gibt eine Menge Studien auf den Finanzmärkten, also in dem Fall ist die Erkenntnislage wirklich relativ eindeutig, ja, die besagen, dass Risikostreuung, also je mehr verschiedene Aktien ich kaufe, desto geringer ist das Risiko. Der Gedanke ist richtig, ja. Der hört aber schon bei 12, 15 verschiedenen Aktien auf. Ja. Es gibt eine Menge an Studien, die zeigen, dass ob ich jetzt in 27 verschiedene Aktien investiert sind, vorausgesetzt, sie sind breit gestreut und kein Klumpenrisiko, ja, oder über einen ETF in 500 verschiedene. Das bringt von der Risikostreuung her keinen Vorteil mehr. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 200 Euro im Monat sparen kann, bin ich in der Kategorie, wo ich schon nach einem Jahr 3, 4 verschiedene Aktien habe. Nach 3 Jahren habe ich über 10 verschiedene Aktien, die ich mit gebührenmäßig sinnvoll mit dieser Summe investieren habe, und dann brauche ich den ETF und dieses Risiko nicht, dann kann ich das einfach direkt machen. Ja. Und es gibt noch einige andere Nachteile. Also ich bin recht gut damit gefahren, dass ich in Technologieaktien in den letzten Jahren nicht investiert habe. Mir war zwar bewusst, dass das gute Firmen sein können. Ja. Also ich halte Alphabet oder Apple oder Amazon für exzellente Firmen. Aber mir war schon klar, dass sozusagen, wenn die Zinswende kommt, ja, dass diese Firmen ordentlich unter die Räder kommen werden, weil Gewinne in der Zukunft einfach mit einem höheren Zins diskontiert werden. Zumindest Profi-Anleger, Versicherungen rechnen in solchen Kategorien. Ja, und dass das ordentlich runtergehen kann. Ja, und Die Sachen habe ich halt im ETF zwangsweise mit. Ja. Ich habe mir mal für einen Kunden einen ETF angeschaut. Ich meine, das war halt schon eine speziellere Geschichte, aber der in Firmen aus Hongkong investiert hat. Ja. Und ich bin halt da drauf gekommen, dass der Immobilien- und Finanzbereich insgesamt mehr als 50% in dem ETF ausmacht. Ja. Da ist also dann die Risikostreuung, wenn ich persönlich in 4 verschiedene Aktien in Hongkong investiere, aber da nicht 2 aus dem gleichen Sektor kommen, schon höher. Ja. Okay, also das ist sicher ein Thema für ein eigenes längeres Video, ja, aber ich würde mal sagen, grundsätzlich vorsichtig mit ETF sein. Nicht deswegen, weil es an sich ein schlechtes Produkt sind, ja, aber weil es ein Produkt ist, das momentan so gehypt wird und dass es risikofrei oft dargestellt wird, und das ist es nicht. Ja. Also wenn man sich eben dieser Risiken, die ich da aufgezählt habe, bewusst ist, ist alles in Ordnung. Es gibt keinen Grund für mich, nicht in einen ETF zu investieren, ja, oder generell davon abzuraten. Ja. Aber es ist eines der Themen, wo ich das am häufigsten erlebe, dass Leute zu mir kommen und zu sagen, ja, okay, also mein ETF verleiht an Aktien an Hedgefonds, ja, und wenn die ausfallen, kriegt eventuell der ETF ein Problem. Das kann doch gar nicht sein. Und dann sage ich, schau doch mal das Vorprospekt an. Das wird nicht heimlich gemacht. Ja. Das steht schon auf Seite 86 im Vorprospekt, aber ganz ehrlich, wer hat das gelesen? Ja. Na gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch!